Dann schaue ich mal, was ich ihm geben kann an Ausrüstung. Hieß er Frank? Auf jeden Fall war sein Spitzname Heisenberg, oder? Viel zu lange her, seit Breaking Bad. Ich wollte mir die Statistik anschauen. Fiedel. Sehr stark. Theoretisch. Hat ein niedriges Level. Kann viel tragen. Hat 45 HP, daran könnten wir noch arbeiten. Aber diese Werte hier sind ziemlich schlecht. Ich meine, verglichen mit diesem Herrn hier. Der hat natürlich Top-Werte. Fiedel sieht im Moment eher wie ein etwas schwacher Nahkämpfer aus. Dodge 12. Dann gebe ich ihm eigentlich besser keine Rüstung. Wenn er sowieso in der Nahkampf ist. Was kann ich ihm im Moment geben? Verflixt, ich finde das nie. Inventar? Und Nahkampfwaffen habe ich auch keine, die ich ihm geben könnte. Ich musste zurück zur Basis. Um sie mit Sachen einzudecken. So, das kannst du haben. Das gibt schönen Schutz für... Und das hier kannst du haben, glaube ich. So, Idle. 1 und 2. Stealth und Toxic Resistance. Ist ja auch wichtig. Eine Rüstung und sowas kommt alles später. Also, erst einmal zur Stadt. Und ich meine, es müsste hier irgendwo auch Karawanen geben, die mich direkt wieder zurückbringen. Das war das Kraftwerk. Aber ich sehe zumindest keine Karawanen. Hier könnten theoretisch welche sein, wenn man die richtige Uhrzeit erwischt. Anthony Babkus. Nein, also im Moment sehe ich keine Karawane, nein. Dann gehe ich zu Fuß hoch. Jetzt kann ich ruhig einen Kampf riskieren. Es ärgert mich, dass Fiedel überhaupt keine Nahkampfwaffe hat. Ich gebe ihm erstmal ein Messer. Oder die Prybar, die könnte ich ihm auch geben. Ist eigentlich stärker. Aber die könnte ich selber noch brauchen. Hier, hast du ein Messer. 1 bis 3, 5 bis 15. Viel besser. Dann gebe ich mir eben die Prybar, solange. Dexterity 7. Schlechte Wahl für mich. Soll ich sonst etwas einpacken? Dosen werfen oder so? Ich lasse es erstmal so. Safe. So. Der lange Weg zurück. Nach hierhin. Das wird mein Ziel. You see a caravan. Meet the caravaners. Caravaneers. So. Wie sieht die Karte aus? Zwei Mülleimer. Ob da eine Waffe drin ist? Eine Nahkampfwaffe? Wahrscheinlich nicht. Wir schmeißen schon eine Nahkampfwaffe weg. Eine Nahkampfwaffe, eine Gabel.
Laut in allen Filmen, die ich gesehen habe, ist es eine Nahkampfwaffe. Ja, das ist ein Truck. Manchmal haben sie nur einen Karren, aber dieser hier hat einen Truck. So. Wer ist der Chef? Du bist der Chef. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Das Inventar hat sich geändert, weil es levelabhängig ist. Ich habe jetzt ein höheres Level und dadurch haben sie bessere Sachen wie die hier, die auch super teuer sind. Bessere Waffen und die Gegner wahrscheinlich auch inzwischen. Quality Throwing Knife. Ich glaube, das kann man nur werfen, nicht auch im Nahkampf benutzen. Naja, dafür wäre es ja auch nicht gedacht. Dann, sowas weg. Flatcap. Will ich das jemals benutzen? Eigentlich nicht. Aber ich behalte es mal. Pipe Rifle. Sind das nicht alles sehr schwache Waffen? Irgendwie gefällt die mir. Ich glaube nicht, dass ich so eine schon im Inventar habe. Verflixt. Aber sowas müsste ich haben. Bei der bin ich wieder nicht sicher, ob ich schon eine habe. Also die behalte ich erstmal. Und... was kann ich noch verkaufen? Käse, stimmt. Käse. Wollte ich nicht verkaufen wegen dem Hunger. Aber da kann ich mich eigentlich noch ein bisschen über Wasser halten mit Cold Meat und einem Keks. Wird trotzdem etwas knapp. Nein, ich lasse den Käse erstmal drin. Die hier werde ich bunkern. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht noch wichtig sind, diese Trophäen. Und eine Gabel kann weg, ein Wecker kann weg. Empty Bottle behalte ich. 300 ein... Rubel, das ist nicht viel. Und ich habe nur 3 Kilo gespart. Die Waffe gefällt mir. 30er Munition. Aber ich finde sowas sicher. Von Gegnern, die ich bekämpfe. Trade. Dann einmal hier raus. Immerhin 3 Kilo wieder frei bekommen. Du bekommst noch deine Rüstung, keine Sorge. Deshalb bin ich da unterwegs zur Basis. It's a long road. 20 run, you're on. Also das hier ist ein verstrahltes Auto, aber was ist das da? Ich glaube, das hier war das kaputte Auto. Und das hier war... Moment, ein Animal Path. Follow the Animal Trail. Das hatte ich letztes Mal gehabt, offscreen. Dann musste ich einem seltsamen Tier begegnen. Also, das da rumkrabbelte, sah aus wie ein Gorilla oder so. Hat mir ziemlich übel zugesetzt, aber ich konnte es gerade so besiegen. Dafür bräuchte ich mehr Survival. Aber das macht nichts. Survival ist nicht meine höchste Priorität. Ich sollte... Oh, Hangar. Pause. The Hangar Games. Was mache ich hier aber? Na gut, ich kann den Mülleimer mitnehmen. Ich bin instinktiv ins Camp gegangen, weil ich essen wollte. Aber ich habe gar nichts, das ich zubereiten kann. An Nahrung.
Dann esse ich einen Keks oder sowas in der Art. Käse, ich kann Käse essen. Komm, komm runter. Komm mal runter, Junge. Einmal Käse. Jetzt habe ich noch 600 Hunger. Ja, ich kann noch eins vertragen. Null. Safe. Hier hin. Eine Kuh. Stimmt, stimmt. Das hatte ich auch noch nachgelesen. Eher durch Zufall entdeckt. Im Internet. Wenn ich leere Flaschen habe und eine Kuh finde, kann ich von ihr Milch bekommen. Und Milch ist ziemlich teuer. Flaschen bekommt man überall. Ich muss jetzt also nur noch Kühe finden. Dann kann ich sie einmal im Tag... Ich weiß nicht, ob es nur mit eigenen Kühen geht oder mit Fremden. Betrunken hatte ich schon lange nicht mehr. Attack. So, erstmal dahin. Ups. Jemand hat mich gesehen. Diese Betrunkenen sind immer sehr schwer gepanzert. Also sehr stark ausgerüstet. Wird er zu mir kommen? Oder wird er darauf das Feuer öffnen? Das weiß ich halt nicht. Oh, never mind. Ich habe vergessen, dass ich einen Fernkämpfer habe. Das macht einen Unterschied aus. 6 reicht nicht. Ich laufe dahin. Wow, was für ein Mannarmee ist das. So, kann ich Zug beenden? Ich sehe hier gerade keinen in der Nähe. Wo läufst du hin? Hast du verdient. Wie soll ich dich jetzt bitte retten, du Trottel? Ich hätte speichern sollen. Jetzt geht der Trottel drauf. Also Fernkämpfer sind doch nicht so ideal, wie ich gedacht hatte. Weil sie das Feuer sofort auf sich ziehen und dann sowas passiert. Nicht so ideal. Dunkbar, der Hund hat ein Level Up. Ein Level Up für den Hund. Dann bringe ich dich auf 100. Und danach... so, First Aid wahrscheinlich. In der Hoffnung, dass... Ach so, und Survival soll wohl, ich weiß nicht, stacken, je nach Mitgliedern. Dass je mehr man hat, als Gruppe insgesamt, dass dann die Survival-Rate der Gruppe zählt. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich ihm Stealth gebe, First Aid, dass das seine Chancen zu überleben erhöht. Er ist der Einzige, der ein Level-Up bekommen hat. Wie sieht's bei Skills aus? Ability Tree. 3-3. Ich kann also was Neues nehmen. Das hier wäre halt wichtig. Ich hätte stattdessen Richtung Dodge gehofft. Ich kann halt nicht beides haben. Dodge ist wichtig einerseits. Aber wenn man getroffen wird und niedergeworfen wird, ist man eine ganze Weile aus dem Gefecht. Da bringt auch Dodge nicht mehr. Deshalb wäre das hier schon sinnvoll. Muss ich wohl das hier nehmen. Und danach auf Dodge gehen. Schade. Weil die anderen Zweige da unten völlig uninteressant sind.
Naja, das hier vielleicht, aber das ist so weit weg. Gut, und die hat Dodge bekommen. Und ich habe doppelläufige angepasste Custom Double Barrel Shotgun. Das ist was Besonderes, oder? Keine normale. Moonshine. Aber das wird noch interessant mit der Munition. Mit meinem Fernkämpfer. Custom. Was? Sword of Shotgun. Eine abgesägte. Take all. Spiked Club. Oh ja. Oh ja. Inzwischen haben sie alle bessere Waffen. Das bedeutet, dass ich Fiedel inzwischen eine bessere Waffe geben kann. Eine Nahkampfwaffe, die er benutzen kann, nämlich... Komm her. Wo bist du? Gut, die könnte ich ihm auch geben. Poison, 5%. Aber bringt das was bei Gegnern? So, dann bekommst du einmal die hier. Und haben wir Rüstung? Rüstung habe ich wohl keine. Die waren alle ohne Rüstung. Hm. So. Dann hätte ich gerne mein Messer wieder. Wieso kann man mit einem Lock nicht angreifen? Das ging doch auch bei Death Road to Canada. Und dann... Habe ich keine Ahnung. Ich müsste eigentlich rasten. Ich denke, ich werde gleich rasten. Und zwar mit diesem Schlaftrick. Wobei, das bringt nur beim Hund etwas. Die anderen haben keine Regeneration. Das sind keine Tiere. Sowas hier. Haben sie doch? Ach so. Selbst ich hab das. Okay, ich nehm's zurück. 6, 7, 5, 9% Hitrate. Schön. Und die hat 100 in Martial Arts. Dann kann ich da ja doch Rasten benutzen, um HP herzustellen. Also einfach nur Pause machen. Bis ich hungrig werde. Ich habe halt niedrige Werte, aber ein bisschen was wird hergestellt. War hier ein Lagerfeuer? Egal, ich suche jetzt kein Lagerfeuer. Was mich ein bisschen besorgt, ist aber die Sache mit dem... mit der Munition. Hexogen. Hexogen. Hat dich hier verfeuert. Ja, 762. Davon hat er nur noch 2 Schuss. Danach wird er wahrscheinlich dich hier benutzen. 762er. Hm. Zu Hause habe ich schon noch jede Menge. Aber... Das wird noch interessant, wenn gleich die Munition ausgeht. Oh, ich bin ja fast da. Soll ich mich dann... Ich kann es mal testen, wenn ich mich beim Arzt heile, ob dann die anderen auch geheilt werden. Das wäre interessant. Enter. Aber die Gruppe ist schon ordentlich gewachsen. Überhaupt kein Vergleich zu mir als einsamen Streiter. Dann habe ich übrigens zwischendurch mal geschafft, die Quest beim alten Mann mit seinem Mais, den ich ja schon angesammelt hatte, zu beenden. Ich bin einfach zu meiner Kiste, habe dort Mais rausgeholt und gegeben. Und er wollte 4 Stück haben.
Mit einem ging es nicht. Und dann hat er mir dafür seine alte Jagdflinte gegeben. Das war praktisch.